Es kann losgehen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie. Buschi. Ja, keine leichten Bedingungen heute für die Spieler, Wolf. Es ist ganz schön kalt und es schneit. Ich bin mal gespannt, was das für das Spiel bedeutet. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen... Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Henriksen! Das gibt einen Eckball. Rosinski. Schöne Flanke. Die Flanke holt sich der Verteidiger, dabei kam sie eigentlich gut rein. Ziyech. Wird das eine Torchance? Wird das? Er zieht ab. Tor, ganz stark gemacht. Ha, also da hat er sicher schon schwierigere Aufgaben zu lösen. Jo, dass der Kasten da so leer ist, das hast du auch nicht oft. Aber am Ende fragt da keiner mehr nach. Tor ist Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Boden ist rutschig und er versucht die Grätsche. Er lässt den Gegner stehen. Henriksen, der ging daneben. Und schuld war das Wetter, Buschi. Das sind die wirklich besonders ungünstigen Platzbedingungen heute. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Kramer, den hält er, aber den Ball nicht. Nedelev. Kramer. Ganz stark gemacht, das Geis. Und das Tor. Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Und er zeigt die rote Karte bitter für den Spieler, denn ich glaube, er wollte da so gar nicht reingehen. Aber auf dem eisigen Untergrund passiert halt mal schneller was. Sehe ich ganz genauso, Wolf, aber natürlich auch ganz schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter. Stark gemacht, das könnte was werden. Guter Pass, ziehe ich. Wie macht er den denn rein? In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor. Dann hat er natürlich leichtes Spiel. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Jetzt ist er durch. Er versucht's an den Pfosten. Den Ball kann er abfangen. Uca. Das könnte die Gelegenheit geben. Da kommt der Schuss. Und er trifft nicht.
bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Geht er rein? Was für ein Tor! Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Und jetzt haben sie den Ball. Kann er den Ball behaupten? Jetzt ist er auf und davor schießt er ihn rein. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Er spielt den Verteidiger aus. Schussversuch. Ein fantastischer Treffer. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Frei. Phänomenal. Ohne Worte. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. 6-1, das ist schon ein... Und er schießt. Ist das mehr als der Ehrentreffer? So richtig daran glauben mag ich im Moment noch nicht. Also sie haben immer noch einen sehr deutlichen Rückstand. Das wäre ein Wahnsinns-Comeback. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Problemlos hat er hier den Ball. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Frei. Nedelev. Das war sauber, er holt sich den Ball. Ziyech. Und nun ein Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Da passt der Klatz auf. Und jetzt ist die Chance vorbei. Er hält ihn fest. Viel wird hier. Sie haben die erste Hälfte dominiert. Ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Frei. Uca. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Den hält er, aber den erschießt. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für die Mainzer. Dann geht es zu Hause gegen Schalke. Natürlich kommentieren wir. Und jetzt ein Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Uca. Ganz stark gemacht. Das gibt er versucht.
Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Das wäre beinahe ein Eckball gewesen. Aber so gibt es Einwurf. Uca. Der Ball geht ins Aus. Das gibt Abstoß. Jairo. Nedelev. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Super Flanke. Da passt er auf und kann klären. Da war kein Gegenspieler mehr dran. Also gibt es Abstoß. Er zieht ab. Das war dann doch deutlich drüber. Kramer. Ziyech. Nicht gut gehabt. Das ist jetzt seine Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Und wieder ein Foulspiel und wieder eine Karte. Und dabei sind sie schon in Unterzahl. Das müsste doch Warnung genug sein. Das war die Chance. Da hätten sie mehr draus machen müssen. Geis. Und jetzt der Schuss. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Und jetzt Henriksen. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Einwurf. Rosinski. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Frei. Da geht er gut dazwischen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da pfeift der Freistoß. Und er zeigt die rote Karte bitter für den Spieler, denn ich glaube, er wollte da so gar nicht reingehen. Aber auf dem eisigen Untergrund passiert halt mal schneller was. Sehe ich ganz genauso, Wolf, aber natürlich auch ganz schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter. Und hier kurzer Blick auf die Foulstatistik. Und nun ein Schuss. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Frei. Geis. Das gibt Freistoß. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Und erneut gibt es Einwurf. Geis. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Er schießt. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Gleich wird hier gewechselt. Die Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung.